wie schön, dass ihr da seid. Ich habe schon auf euch gewartet. Ich bin Jana. Kommt doch gerne rein. Heute bei Beauty Stories by Pipa dreht sich alles um die perfekte Haarroutine im Sommer. Ich bin Jana und freue mich riesig, euch heute durch meine Haarroutine zu führen. Vor allem jetzt im Sommer, wo die Sonne, das Chlor oder auch das Meerwasser unsere Haare super doll beansprucht. Die meisten Leute vergessen etwas ganz Entscheidendes. Die Routine vor der Haarwäsche. Und aus diesem Grund habe ich euch heute meine zwei Lieblingsprodukte mitgebracht. Und zwar einmal ein Haarserum für gepflegte Kopfhaut und ein Öl für seidige Spitzen. Und für alle, die es nicht kennen, ich trage das Kopfhautserum meist die Nacht vor der Haarwäsche oder ein paar Stunden vorher auf und massiere es schön ein. Das stimuliert die Wurzeln und vermindert Haarausfall. Beide Produkte habe ich auch schon seit ein paar Stunden in den Haaren. Jetzt gehe ich unter die Dusche, nämlich jetzt geht es um meine Haarwäsche und ihr bleibt hier. So, Haare sind gewaschen und euch interessiert bestimmt, welche Produkte ich jetzt benutzt habe. Und ich zeige euch jetzt meine drei allerliebsten Pflegeprodukte, die ich unter der Dusche verwende. Mein liebstes Shampoo ist das Kerastase Soleil Shampoo, das schützt nämlich vor UV-Strahlung. Und das trage ich zweimal auf, damit ich die letzten Produktreste auch entfernen kann. Als zweites Produkt nutze ich sehr, sehr gerne auch von Kerastase, die Soleil-Reihe, die Maske davon, um meine Haare einfach geschmeidig zu kriegen. Und bei meinem allerletzten Schritt nutze ich die Hair by Sisley-Spülung, um einfach meine Haare nochmal zu versiegeln. Und ich ziehe mir jetzt mein Outfit für heute Abend an und nehme euch gleich mit beim Styling. Nach dem Waschen ist es mir immer super wichtig, meine Haare pflegend zu stylen, um weitere Schäden vorzubeugen. Hier nutze ich am liebsten eine Leave-In-Pflege. Vor allem meine liebste ist von Kerastase aus der Soleil-Reihe, um einfach meine Haare am besten durchkämmen zu können. Und das gebe ich jetzt in meine Längen und Spitzen. Beim Haarebürsten ist es jetzt am wichtigsten, von unten nach oben zu kämmen, um Brüche zu vermeiden. Und bevor ich jetzt meine Haare föhne, nutze ich am liebsten noch ein Hitzeschutzspray. Und hier benutze ich das von Redken, das Quick Blowout. Und das trage ich jetzt ganz großzügig in alle meine Haare auf. Jetzt sind meine Haare ready und ich fange jetzt mal an zu föhnen. Voilà, jetzt bin ich fertig. Meine Haare sehen jetzt wieder richtig gut aus. Und wie ihr merkt, ist es super wichtig, vor allem jetzt im Sommer, bei der Sonne, bei dem Meerwasser oder auch bei dem Chlor, den Haaren einfach eine extra Portion Pflege zu geben. Und ich hoffe, ich konnte euch heute super weiterhelfen bei meiner Haarroutine. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann!